Heute gibt es ein Update zum intuitiven Essen. Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr da seid. Heute möchte ich euch ein kleines Update zum intuitiven Essen geben und auch ein kleines Body Transformation Video. Das heißt, ich möchte euch einfach erzählen und sagen, wie es mir mittlerweile geht. Ich bin jetzt ja 10 Monate, glaube ich, dabei beim intuitiven Essen. Oder länger, weiß es nicht, November letzten Jahres. Fast 12. Also Dezember, also 11. Fast 11. Oh Mann. In der Zeit hat sich sehr, sehr, sehr viel getan. Also ich muss sagen, mir geht es richtig, richtig gut. Ich bin ja gerade in der Marathonvorbereitung. Und letztes Jahr in der Marathonvorbereitung, da gibt es, auch wenn ich sie noch finde, Fotos von mir, da war ich sehr, sehr unglücklich mit mir. Sehr, sehr unglücklich mit meinem Körper, dachte mir, ich mache so viel Sport und achte so auf meine Ernährung und hatte da halt auch sehr großen Hunger aufgrund von des vielen Trainings und konnte dann aber halt, ja, also war da sehr, sehr verzweifelt und sehr, sehr unglücklich mit mir selber. Und jetzt muss ich sagen, bin ich die meiste Zeit sehr, sehr glücklich mit mir. Natürlich gibt es auch immer mal Phasen, gerade so um die Mädchentage rum, wo man sich einfach irgendwie aufgequollen fühlt und nicht so toll. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, dass ich mich wirklich sehr, sehr gut fühle. Ich habe auch gelernt, mich so zu akzeptieren, wie ich bin. Das heißt, ich habe eigentlich was gegen diese Body Transformation Update Videos und ich möchte es auch euch nicht zeigen, boah, schaut mal, wie toll meine Figur ist, sondern ich möchte euch einfach zeigen, dass ich nach fast einem Jahr intuitiv essen, ohne Regeln, ohne Verbote, auch mit mal Zucker, mit Weißmehl, immer, also halt vegan, aber halt mit den ganzen Sünden, die immer alle einem sagen, die soll man auf keinen Fall essen, mit Fett, in einem gesunden Maß und mit einer gesunden Grundernährung, dass ich damit eben nicht übermäßig viel zugenommen habe, sondern eher sogar ein bisschen was abgenommen habe. Das soll kein Werbevideo sein dafür, dass ihr mit intuitiv Essen unglaublich schnell abnehmen werdet. Es dauert einfach, bis sich der Stoffwechsel umstellt, bis ihr im Kopf wirklich esst nach Hunger und Sättigung, bis ihr lernt, wann ihr satt seid, wann ihr noch hungrig seid. Das dauert und das ist auch okay, dass es dauert. Und diese Zeit solltet ihr euch auch unbedingt nehmen und da ein bisschen vergessen, wie ihr gerade aussieht und euch nicht von eurem Körper abhängig machen, denn ich glaube, das ist das Wichtigste, was ich gelernt habe. Ich glaube mittlerweile auch, dass dadurch, dass ich es ausstrahle, dass ich mich wohlfühle in meinem Körper, diese ganzen kleinen Makel, die davor so unfassbar wichtig waren, wo ich dachte, boah, und jeder achtet drauf und jeder sieht es, einfach total unwichtig wurden. Das heißt, es geht, glaube ich, mehr darum, was man ausstrahlt und weniger, wie man wirklich aussieht. Es ist einfach so, dass ich eigentlich auch beim intuitiv Essen der Meinung bin, dass man auf den Körper nicht mehr so viel geben sollte. Deswegen habe ich auch lange kein Body Transformation Update gegeben. Ich habe keine Fotos von mir gezeigt. Hier auf YouTube, auf Instagram findet ihr immer mal wieder Fotos von meinem Bein, von meinem Bauch, wo ich euch einfach ein bisschen mit die Angst nehmen will, dass man dadurch, dass man isst, was man möchte, ohne Regeln und Verbote, dass man dadurch zunimmt. Weil das ist einfach nicht der Fall. Ihr werdet vielleicht am Anfang zunehmen, aber es wird sich über früher oder später, über ein, zwei Jahre, über Monate, je nachdem, wie lange es bei euch dauert, wie lange ihr Diäten gemacht habt, wird es sich einspielen. Und sobald ihr anfangt zu essen, wenn ihr hungrig seid und aufzuhören, wenn ihr satt seid, wird sich euer Gewicht regulieren. Das gilt natürlich nicht für jeden. Ich möchte auf keinen Fall für alle, die irgendwie unter einer Essstörung leiden und so weiter, eine Empfehlung aussprechen, weil das kann man nicht. Also wenn ihr wirklich merkt, dass ihr damit große Probleme habt, dass ihr emotionale Esser seid, dann müsst ihr euch einfach Hilfe suchen. Denn manchmal ist es einfach der einzige Weg. Das ist nichts Schlimmes, das ist nichts Schlechtes, das ist nichts, wofür man sich schämen muss. Es ist einfach nur ganz normal. Ich war auch kurze Zeit oder längere Zeit kurz davor, mir Hilfe zu suchen, weil es mir einfach zu viel wurde, weil ich einfach diesen Druck, diesen ganzen Aussehensdruck nicht mehr ertragen habe, weil ich einfach nicht mehr damit zurechtgekommen bin, dass ich mit meinem Aussehen, dass ich mich so unfassbar unwohl gefühlt habe. Und jetzt, wo das eben alles weg ist, dieser Druck weg ist, merke ich, wie schön das ist und wie toll und wie schön dieses natürliche Essverhalten ohne diese ganzen Dogmas, ohne diese ganzen, ja, was man sich selber so aufheizt, was man sich für einen Stress macht im Kopf. Ich habe im Moment, also es ist nicht immer alles super und ich kann auch nicht immer intuitiv essen, weil ich ganz oft Appetitproblem habe. Also mittlerweile ist es so, sobald ich Stress habe, höre ich auf zu essen und ich verliere den Appetit. Sobald ich keine Zeit mehr habe, mein Essen mit Liebe zuzubereiten und mit Zeit, mag ich es nicht mehr essen. Das ist ein bisschen weird im Kopf, ich weiß, aber das ist jetzt so, wo es bei mir in die Richtung geht. Deswegen muss ich eher im Moment wirklich aufpassen, dass ich genug esse. Gerade in der Marathonvorbereitungszeit hatte ich oftmals das Problem, dass ich deutlich zu wenig gegessen habe und einfach, ja, das
alles nicht mehr reinessen konnte, was ich eben verbrannt habe. Aber ich habe gemerkt, mein Körper möchte das. Mein Körper möchte Gemüse, mein Körper möchte frisches, gutes, vollwertiges Essen. Und das konnte ich ihm irgendwie nicht immer liefern, aufgrund des Umzugs und auch aufgrund von anderen Situationen, die es mir einfach schwer gemacht haben. Das ist im Moment eher mein Problem, mir wirklich die Zeit zu nehmen fürs Essen. Ich finde es mittlerweile ganz, ganz schlimm, wenn man irgendwie nur noch so zwischendurch isst. Ich bin eher jemand, der sagt, 3 feste Mahlzeiten und Snacks eher nur, wenn man wirklich Hunger hat. Und sich dann eher für diese Hauptmahlzeiten Zeit zu nehmen, sich fürs Zubereiten der Mahlzeiten Zeit zu nehmen. Das kann man auch super verpacken, indem man es mitnimmt. Ich hatte gerade erst ein Gespräch mit einem Bekannten, der mich gefragt hat, ja, wie ich das dann mache mit dem Essen und so. Dann sage ich, ja, ich nehme es mir halt mit. Also ich bereite vor und nehme mit. Das ist so mein Idealfall. Sonst muss ich sagen, an meinem Körper hat sich einiges verändert. Ich finde, dass ich deutlich fitter aussehe. Ich habe akzeptiert, dass meine Oberschenkel niemals Modelbeine werden, dass ich immer so ein bisschen Zellulite haben werde. Und das ist vollkommen in Ordnung. Ich habe, glaube ich, verstanden, dass Körpervielfalten, das sind, was uns besonders macht. Es ist keine leere Theorie mehr für mich, die ich euch nur sage, weil ich denke, dass es das Richtige ist, sondern weil ich wirklich, oder weil, also ohne es wirklich zu leben. Aber mittlerweile kann ich wirklich sagen, ich lebe das. Also für mich ist es einfach schön zu sehen, wie viele unterschiedliche Körper wir haben und dass es einfach nicht mehr darauf ankommt, wie schlank wir sind, wie das schlank und schön nicht immer übereinstimmt, dass aber auch Frauen müssen das und das haben. Das ist einfach nicht wahr. Frauen müssen nicht aussehen wie kurvige Frauen. Frauen müssen nicht schlank sein. Frauen müssen keine großen Brüste haben. Und auch Männer nicht, sondern wir sehen einfach aus, wie wir aussehen. Mit gesunder Ernährung, mit viel Bewegung, mit Fitness und mit all diesen Dingen, die uns gesund machen. Die Gesundheit sollte einfach im Vordergrund stehen, dass der Körper dadurch geformt wird und dass der Körper fitter ist. Das ist nur eine Begleiterscheinung der Gesundheit. Ein gesunder Körper ist kein übergewichtiger und kein untergewichtiger Körper. Aber das, wie wir aussehen, ob wir eine Taille haben, ob wir viel Taille haben, ob wir viel Hintern haben, das ist vollkommen okay, dass es bei jedem unterschiedlich ist und dagegen muss man nicht mehr ankämpfen. Ich kämpfe nicht mehr gegen mich. Ich glaube, das ist mit das Wichtigste. Ich habe mich so akzeptiert, wie ich bin und muss nicht mehr dafür kämpfen, auszusehen wie jemand anders oder auszusehen wie irgendwelche Ideale, die ich mir vorstelle, sondern es genügt mir, dass ich aussehe, wie ich aussehe. Und ja, das mag vielleicht für viele, die gerade in der Diätphase stecken oder die gerade irgendeine gewisse Ernährungsform ausprobieren, wie so ein Scheitern aussehen. Das ist auch okay, weil damals hätte ich das auch so gesehen. Aber heute weiß ich einfach für mich, dass es so viel wichtigere Dinge gibt im Leben, außer sich die ganze Zeit Gedanken zu machen, wie man aussieht. Und dass man mit Ausstrahlung und mit dem, wie man sich fühlt, einfach viel mehr Positives ausstrahlen kann, als eine schlanke Figur jemals ausstrahlen könnte. Das ist auch bei der Wirkung auf Männern so. Ich glaube, dass es gar nicht darum geht, dass wir irgendwie diesen super tollen Körper haben müssen, um irgendjemand zu begeistern. Ich merke das ja auch, wie ich andere Menschen fühle und wie ich andere Menschen wahrnehme. Es geht nicht darum, wie jemand aussieht. Natürlich hat man Dinge, die man schön findet an jemanden. Aber das, was den Menschen wirklich toll macht, ist das, wie er damit umgeht und wie er das ausstrahlt, ob er selbstsicher ist, ob er das, wie er aussieht, wertschätzt, ob er auch eine Wertschätzung sich selber gegenüberbringen kann, weil das ist total schwierig, jemanden wertzuschätzen, der sich selber nicht wertschätzt. Deswegen glaube ich, dass Schönheit und Gewicht einfach nicht unbedingt zusammenhängen und dass dieses Ganze, was wir uns selber in unserem Kopf einbilden, wie wir zu sein haben, gar nicht das ist, wie andere Menschen denken, dass wir zu sein haben. Wisst ihr, was ich meine? Also ich habe mich einfach davon gelöst und auch durch meine Trennung, muss ich sagen, ist da schon ein großer Schritt gekommen, weil da auch immer das Thema Figur nochmal was reingespielt hat und ich sagen muss, dass ich heute einfach weiß, wie ich aussehe und weiß, was gut ist und dass es so gut ist, dass ich so gut bin, wie ich bin. Und ich glaube, das ist der wichtigste Schritt, die wichtigste Sache, die ich gelernt habe. Und ich sehe ganz viele, die noch beim Intuitivessen dabei sind, die damit noch Probleme haben. Das ist vollkommen in Ordnung, das ist vollkommen normal, es dauert. Gebt euch die Zeit und ruht euch aber auch nicht darauf aus, dass ihr das intuitive Essen macht und ab jetzt essen könnt, was ihr wollt, sondern ihr solltet trotzdem auf gesunde Ernährung achten, ihr solltet auf ausgewogene Ernährung achten, darauf, dass ihr eurem Körper das gebt, was er braucht, ohne dabei nach Dogmen zu leben oder nach Richtlinien zu leben, denn das ist nicht der richtige Weg. Der richtige Weg ist wirklich zu lernen, auf sich zu hören und zu lernen,
wenn der Körper Gemüse braucht, wenn der Körper Obst braucht, wenn der Körper irgendwelche vollwertigen Getreidesorten braucht. Darum geht es. Und wenn wir unseren Körper gesund ernähren, wenn wir uns gut fühlen, dann wird unser Gewicht automatisch sich im Normalbereich einpendeln, was es bei mir jetzt seit fast einem halben Jahr getan hat. Ich habe keine Waage mehr, aber anhand der Klamotten merke ich auch, dass die im Moment zum Beispiel ein bisschen weiter werden oder halt an bestimmten Stellen zum Beispiel. Ich glaube, ich Muskeln aufbaue, gerade die Oberschenkel im unteren Bereich, jetzt nicht oben, sondern unten werden sie einfach fester und da merke ich einfach, dass auch Umfang weggegangen ist. Ich weiß nicht, ob ich jemals wieder so aussehen werde wie zu Lockup-Zeiten, aber irgendwie will ich das auch nicht, weil ich tatsächlich, und ich dachte niemals, dass ich das sagen werde, mittlerweile meinen Hintern schön finde. Ich habe einen relativ großen Hintern. Meine Hüften, die finde ich okay, also da bin ich noch nicht so, dass ich sagen kann, okay, ich liebe sie, aber ich muss wirklich sagen, dass ich meinen Hintern gut finde. Und ich dachte niemals, dass es der Fall ist und ich würde niemals diese überschlanken Beine, die ich damals hätte, eintauschen, also die wieder nehmen und dafür meinen Hintern hergeben. Wisst ihr, was ich meine? Also ich finde es irgendwie mittlerweile schön, dass ich diesen Hintern habe, den ich früher immer so schrecklich fand und der immer nicht in Hosen reingepasst hat, nämlich immer bei Hosen immer die größte Größe. Das ist ja auch bei mir auf der Arbeit. Ich arbeite ja bei einem Modelabel, wenn mir dann immer 36 die Teile anfertigen, die kann ich halt nicht anziehen, weil ich halt einen zu dicken Hintern habe. Und das ist aber irgendwie okay. Ich bin voll cool damit und das ist das, wo ich einfach merke, dass ich wahnsinnige Fortschritte gemacht habe und dass ich wirklich über mich auch hinausgewachsen bin, dass ich mich wirklich annehmen kann und dadurch auch viel bessere Leistungen im Sport erziele und auch ja, wenn man halt nicht ständig so gehemmt ist von sich selber und sich nicht ständig Gedanken um sich selber macht, kann man viel besser auf seine Umwelt wirken. Und auch dieses einfach, dass man sich wohlfühlt, ist, glaube ich, so ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Das zählt, war auch ein ganz großer Schritt, dass ich die Klamotten, die mir nicht passen, alle weggeworfen habe, also weggegeben habe, weil nicht passende Klamotten, da fühlt sich jeder drin scheiße. Und es ist okay, die Sachen herzugeben, in die ihr nicht mehr reinpasst. Und euch dann, wenn ihr irgendwie euch danach ist, euch Klamotten zu kaufen, die euch passen, in denen ihr euch wohlfühlt, Unterwäsche, schöne passende Unterwäsche, das sind alles Dinge, die dazu beitragen, dass wir uns wohlfühlen, dass wir uns gesund fühlen. Und ich denke, das ist jetzt mein Ziel und ich glaube, dass ich damit auch einige schon inspirieren konnte, wirklich einfach zu lernen, zu sich selber zu stehen. Jemand hat mir letztens auf Instagram geschrieben, dass bei mir alles immer so leicht aussieht. Nein, Leute, ich mache es nur schon seit 10 Monaten. Ich bin durch viele Höhen, durch viele Tiefen gegangen. Ich habe oft gezweifelt. Ich hatte oft schon wieder Diätbücher in der Hand. Aber ich habe mir gesagt, nein, die Diäten haben mich dahin gebracht, wo ich heute bin. Und ich möchte nie wieder an diesen Punkt. Und dafür habe ich auch in Kauf genommen, dass ich zugenommen habe, dass ich aufgeschwemmt war, dass ich eine Zeit lang wirklich auch am Bauch, ich hatte hier dieses Speck, Unterbauch, dieses Unterbauchfett, dieses Stressfett hatte ich ganz, ganz krass. Also für meine Verhältnisse krass, weil ich ja wirklich meinen schlanken Bauch habe. Und das ist alles passiert. Das könnt ihr alles auf meinem Kanal verfolgen. Die ersten Videos sind alle noch online. Es gibt eine Intuitiv-Essen-Playlist. Da könnt ihr alles sehen, wie ich, wie es mir ging. Es ging mir nicht von Anfang an so, dass ich sage, okay, ich esse jetzt intuitiv, jetzt ist alles super. Nein, es war ein langer, steiniger Weg. Es war ja, oft das Zurückblicken auf Fotos, weil ich ja immer diese ganzen Vorher-Nachher-Fotos, die habe ich ja überall noch, die blitzen immer wieder auf und ich denke mir, wow, war ich damals schlank, wow, wäre ich gern wieder so schlank. Dann denke ich mir so, nee, eigentlich ist alles so ganz gut, wie es ist und ich bin cool damit. Und ich glaube, das ist wirklich das Wichtigste, was ich euch mitgeben kann. Es wird dauern, es wird schwer werden, aber es lohnt sich, weil irgendwann könnt ihr sagen, ihr seid cool mit euch und das ist das wichtigste und schönste Gefühl auf der Welt. Und dann könnt ihr auch nach außen es weitergeben und könnt wirklich glücklich sein in eurem Leben. Und ich glaube, nur wenn man gesund ist, nur wenn man sich wohlfühlt, kann man auch wirklich glücklich sein. Das war meine kurze Message heute für euch und mein kleines Update, wie es mir geht, wie ich mittlerweile aussehe. Ich habe euch ja ein paar Filmaufnahmen gezeigt, ein paar Fotos von früher eingeblendet. Und ja, wenn euch nicht gefällt, wie ich aussehe, ist auch okay. Ich meine, das ist ja, es gibt genug Leute, die das irgendwie bestimmt nicht so toll finden. Aber für die, die eben sich noch nicht getraut haben, weil sie denken, oh, dann nehme ich sie zu. Mit der Zeit wird es weniger, wenn ihr euch wirklich an die Regeln Hunger und Sättigung haltet. Und ich kann euch nur Mut machen und kann euch nur sagen, probiert's aus. Macht eure eigenen Erfahrungen. Mich würde total freuen, wenn ihr mir eure Meinung unten in die Infobox schreibt. Und auch, wie ihr einfach das seht. Bei euch selber würde mich ganz arg interessieren. Also dieses Körperbilden, diese Körperwahrnehmung, diese Körperausstrahlung. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ich danke euch fürs Reinschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis ganz bald. Tschüss.